Pixel Junk Shooter Ultimate. Ja, eine weitere Folge. Hier haben wir beim letzten Mal ruckartig aufgehört. Denn ich werde euch die Wahrheit sagen, warum ich so schnell aufgehört habe. Bei mir hat das Telefon geklingelt. Und ich konnte ja schlecht das Telefon klingeln lassen, während ich hier. Während ich hier spiele und ihr das nachher mitbekommt. Ist ja für so eine Aufnahmesession nicht gerade sehr klug, aber ich habe mir fest vorgenommen, das Telefon auszuschalten für die nächste Session. Beziehungsweise für diese jetzt hier. Abkühlen, 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 abkühlen. So. Wir haben herausgefunden, dass wir ja hier die Lava so ein bisschen stoppen müssen. Um dann nicht in die Bredouille zu geraten. Hallo? So, genau. Genau, damit kühlen wir uns auch gleichzeitig ab. Wir können dann hier mal eben aufreißen. Den Kollegen retten, den da oben auch. Und dann müssen wir jetzt einmal zur anderen Seite. Und dann dürfen wir gleich keinen Fehler machen. Denn ich weiß, ich kann mich noch entsinnen, dass da irgendwie was war, wo wir nicht weitergekommen sind. Mittlerweile ist ja schon wieder ein Tag vergangen, wenn ich das aufnehme. Kein Fehler machen. Kein Fehler machen. So, dass ich hier noch durchkomme. Oh, das wäre jetzt ein epischer Fehler. So. Ach ja, das war das ja hier gewesen. Stimmt, ja. Aber wofür brauchen wir die... Nein! Das ist nur eine Fehlerbombe. Das ist für uns eigentlich total uninteressant, weil unten geht eigentlich schon die Tür auf. Eigentlich geht unten schon die Tür auf für uns. Das heißt, die brauchen wir gar nicht. Stimmt, das war das ja gewesen. Ich entsinne mich. Ja, ich kann mich entsinnen. Stimmt, da war was gewesen. Richtig. Ja. Nein. Ich kann mich entsinnen, dass da was gewesen ist. Stimmt. Ja. So. Jetzt ganz klug eben die Dings stopfen. Die Lavaströme. So. Das lassen wir einfach mal da drüber laufen, ganz fleißig. So. Ach, hier sitzt. Hier sitzt auch noch einer. Den wusste ich gar nicht, dass der existiert. Jetzt nicht mehr. So. Aber jetzt dürfte eigentlich nichts mehr schief gehen in diesem Level. Wahrscheinlich, so wie es schon letztens angedeutet hatte. Finalfolge. Bin mir aber noch nicht ganz hundertprozentig sicher. Lass mich dann überraschen, weil normalerweise müsste es eigentlich Finalfolge sein. Warum fasse ich denn schon wieder diese pisselige Bombe da an? Nein! Ach, jetzt weiß ich, wofür die. Wir brauchen die Bombe doch. Nein! Jetzt gammel ich hier in diesem Finallevel rum. Das gibt's doch nicht. Und kriege nichts auf die Kette. Reflex. Flex? Das ist jetzt nicht dein Ernst, Flex. Dass du jetzt hier wirklich hier die Finalfolge so in die Länge, in die Überlänge ziehst. Ja, stirb mit Wasser, stirb. So. Und dann wollen wir mal ganz schnell hier weitergehen, denn wir wollen ja nicht noch länger hier verbrauchen. Es gibt's doch gar nicht, dass ich jetzt hier in diesem Level so hängen bleibe. In diesem verkackten, verschissen. Verschissen.
verbummelten Scheiß-Drecks-Level. Oh nee, oder? Ey, das ist doch jetzt. Ey, das Spiel will mich doch jetzt zur Weißglut bringen, oder? Das gibt's da jetzt nicht, oder? Das glaube ich doch jetzt beinahe gar nicht. Jetzt nur noch durchrushen. Vielleicht ist die rabiate Methode gar nicht so gut, weil wenn man sich jetzt keine Zeit lässt, dass man dann übermutig wird, so wie ich jetzt hier gerade so ein bisschen. Hallo, lass los. Nein, ich habe daran gezogen. Wollte ich doch gar nicht. Und ich weiß doch, dann kommt doch schon dieses scheiß Zeug hier runter hier, was wir doch noch gar nicht gebrauchen können. Hallo. Hallo. Mein Gott, jetzt. Oh nein. Komm, mach die Tür da unten auf. So. Das wäre jetzt echt der Oberhammer hier, wenn. Mann. Dieses verkackte Drecks letzte Level, ey, hätte ich jetzt mal echt nicht mit gerechnet. Dass ich mich jetzt so schwer dabei tue. Also, ist mir jetzt ein bisschen unangenehm. Also, habe ich jetzt schon ein bisschen Pipi in der Hose. Ja, ein bisschen Pipi. Naja. Ja, besser Pipi wie AA. So. Oh nein! Nein, das gibt es doch jetzt nicht! Dieses verkackte, verschissene letzte Level, was ist das denn? Verdammte Axt! Das ist doch jetzt nicht wahr! Was ist das denn jetzt hier? Mann! Verdammte, verschissene. Ich glaube, ich gehe erstmal jetzt in die Richtung. Ich glaube, ich mache jetzt erstmal hier die Seite. Vielleicht ist das, glaube ich, besser, erstmal die Seite zu machen. So. Jetzt aber alles von vorne nochmal. Abkühlen. Sehr schön. So. So, das ist auch zu. Ja, jetzt kommt der natürlich. Jetzt muss man natürlich klug da das Ganze machen. Boah, wunderbar. Das hat schon mal sehr gut geklappt. Das heißt für uns ganz schnell bloß rüber. Bloß ganz schnell rüber. Und bloß weg hier. Ja, da ist wieder unser Kollege. Beziehungsweise nicht unser Freund. Und jetzt nur keinen Fehler machen. Keinen Fehler jetzt machen. Keinen Fehler. Keinen schwerwiegenden Fehler jetzt machen. Wow! Das war ganz schön knapp. Das war ganz schön knapp. Es tut mir jetzt leid natürlich für euch, dass ihr jetzt ständig in dasselbe Level seht. Ich kann es leider nicht ändern, wenn ich da die ganze Zeit sterbe. So, abdichten. Bisschen abkühlen, genau, so. Das auch abdichten. So, wunderbar, abkühlen. Die Tür aufmachen. Den da unten auch abkühlen. Den Lutscher. Guck, was er abhaut. Was er abhaut, was er jetzt zu meinem Dings geht. Das gibt's doch nicht. Aber das ist jetzt unfair. Das ist jetzt total unfair, finde ich. Also finde ich persönlich, das ist jetzt total unfair. Ich werde jetzt erstmal den da unten retten. Ach, man kann ja so die Dings zerstören. Stimmt ja, die Steine. Ja, jetzt fällt's mir wieder ein. Ja, komm, heul nicht rum da. So, jetzt muss ich hier raus. Aber ganz schleunigst hier. Muss ich hier raus. Oh, wie war das denn nochmal? Hallo. Das geht doch gar nicht. Hallo, wie soll das funktionieren? Hallo. Ja, es geht aber immer wieder zu. Wie soll das denn funktionieren? Och, das gibt's doch jetzt nicht. Jetzt werde ich hier tatsächlich sterben. In diesem scheiß Dreckslevel.
Wie soll ich denn hier... Wie soll man denn hier überleben? Oh, das geht doch gar nicht. Uah, nein. Wie soll ich denn bitteschön jetzt da durchkommen? Kann mir da mal einer verraten? Ach, ich weiß wie. Ja, ich weiß wie, ich weiß wie. Ich glaube, ich weiß wie. Ich glaube, ich weiß wie. Ah, das ist natürlich jetzt ganz schön dämlich, dass man da jetzt echt die Blasen da erstellen muss. Was ist denn, wenn ich da oben dran ziehe? Passiert da irgendwas? Ach, dann hört der auf. Ja, super. Und jetzt? Ah! Komme ich denn jetzt hier raus? Hallo, Blasen? Blasen erstellen? Blasen. Ah, es gibt doch nicht. So, jetzt aber. Und tschüss. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Und was ist jetzt? Oh, wow. Okay. Ah, den nehme ich mit, den nehme ich auch mit. Okay. Jetzt kommt die größere Magensäure. Wer ist er denn? Murakami! Könnte es sein, dass unsere Gegenwart diese Kreatur große Schmerzen zugefügt hat? Wir sind sicherlich nicht besser als diesen fiesen kleinen Parasiten, die hier überall herumschwimmen. Das Mindeste, das wir tun sollten, bevor wir gehen, ist, einige dieser Viecher zu erledigen. Ja, das würde ich auch sagen. Ist ein guter Ansatz. Ist ein guter Ansatz. Okay. Ja. Und dann würde ich jetzt mal sagen, willkommen zum großen Bosskampf. Oh Gott, und auch noch so ein Fisch. Und der guckt mich schon so komisch an. Muss ich ihn ins Maul schießen oder was muss ich hier machen? Was muss ich denn machen? Oh! Hallo, lass los. Ich habe den noch nicht einmal getroffen und ich weiß gar nicht, wo ich ihn treffen muss. Uah! Da, jetzt geht's los. Alles klar. Wasser ist immer gut. Wasser ist zum Waschen da. Wasser ist zum Waschen da. Was ist da oben? Wasser. Wow. Uah. Okay. Okay, wir haben ihn schon ein bisschen mehr verletzt. Wasser ist immer gut. Füllt sich das Becken? Hallo, nimm das Schutzschild auf. Oh, ich glaube, jetzt wird das stinkig. Ein wenig. Boom. Und da ist wieder ein Schutzschild. Das ist sehr, sehr schön. Blind drauf los.
Einfach mal blind drauf losfeuern. Schön, wie der Fisch springen kann. Ist das denn jetzt dieser... Ach nee, das ist ja wahrscheinlich dieser Parasit, ne? Den wir jetzt erledigen sollen. Jetzt wird er, glaube ich, stinkig. Jetzt wird er, glaube ich, muffig. Ja. Jetzt lässt er auch alles ab. Was müssen wir jetzt machen? Ah, okay. Okay. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nein. Das kann ich jetzt überhaupt nicht gebrauchen. Das kann ich jetzt überhaupt nicht gebrauchen. Wow, hallo. Und jetzt? Hallo. Ja, ist gut. Oh, toll, super, klasse. Wie soll ich denn hier? Hallo? Ah, man muss ihn die Füße abreißen, also. Oder die Beine, die Pfötchen da. Ein Schutzschild wäre nochmal echt gar nicht mal so schlecht. Okay. Bin er schon weg. Hallo. Komm her. Oh nein. Sehr schön. Aber wie gesagt, so ein Schutzschild. Fleißig hier am Pflastern, dass ich hier so ein bisschen die Blasen bleibt mal. Ja. Ah, so, ist sehr schön. Was jetzt? Was müssen wir jetzt machen? Ja, yes. Awesome. Stirb, du widerliche Makrele. Stirb. Oh mein Gott, was ist jetzt? Ein Strudel. Oh mein Gott, ein Strudel. Bestie des Bauches, habe ich gerade die Trophäe bekommen. Böser Parasit. Benötigte Schätze? Fragezeichen. Ob da vielleicht doch noch was kommt? Aber natürlich! Das soll es doch nicht gewesen sein. Aber was kommt jetzt? Episode 5. Auf nach Hause. Ja, auf nach Hause. Sicherheit geht vor, aber das erst in der nächsten Folge. Ihr dürft es auf keinen Fall verpassen. Das ist noch nicht das Ende. Also, bis dann. Macht's gut. Ciao.